So, wir suchen jetzt erstmal unser Zeugs. Ah, ich merke gerade was. Eine sehr wichtige Produktion funktioniert im Moment nicht mehr. Und zwar die, um die es eigentlich auch geht. Und da müssen wir, ja, müssen wir mal gucken, woran das liegt. Jetzt wäre es beinahe schlecht gelaufen. So. Weil irgendein Rohstoff scheint zu fehlen und ich weiß, dass es nicht Gummi ist. So, das ist immer das Ding mit dem. Weil das müssen wir aufrechterhalten, egal wie. Wohin geht das? Geht das hin oder weg? Es geht weg. Aber hier können wir hoch. So. Jawohl. So, jetzt lass mal schauen, was da nicht produziert wird und warum. Was fehlt? Motoren? Motoren werden auch gar nicht. Was kommt da rein? Das sind die, die sind genug da, da kommt auch nichts mehr. Motoren muss ich jetzt wieder von Hand. Wie viel Platz haben wir denn im Inventar? Nicht sehr viel. Aber das da. Schade drum, aber auch das können wir wegmachen. So. Das sowieso. Noch irgendwas, was wir gerade nicht mehr brauchen. Ja, den puren Stahl, das ist auch nur Abfall. Sortieren. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal. Es fehlen tatsächlich Motoren. Sonst noch was? Was braucht er denn? Der braucht die beschichteten Schmelzrahmen gar nicht, oder? Ja, warte mal. Nee, nee, nee. Hier geht es ja nicht weiter. Und dem fehlen. Ne? Die verschmolzenen Rahmen auch. So, gut. Also, wir gehen jetzt erstmal die Motoren voll machen. Die sind. Oh, Hilfe, ich sehe nichts mehr. Die sind irgendwo da hinten. Da. Nein. Da. Aber die laufen ja auch nicht mehr. Warum laufen die nicht mehr? Ja, wir nehmen jetzt erstmal das hier und dann schauen wir mal, was hier fehlt. Statoren immer noch. Aber ich dachte, zu wenig Draht, ernsthaft? Und was macht der hier? Der macht Rotoren, die reichen ja auch. Und der hier macht auch Statoren. Aber auch zu langsam. Was ist mit dem Draht, mein Freund? Ah, der Draht, der läuft ja auch hier. Oh, fuck. Gut, aber soll jetzt erstmal reichen. Ist mir jetzt egal. Was ist das da? So, Hauptsache, wir sind jetzt noch mal irgendwo, wo Strom ist. Und wir liefern jetzt mal die Motoren nach da hinten. Sollte so funktionieren.
Es ist Stückwerk, ich gebe es zu. So. Das läuft jetzt wieder. Der baut die. Haben wir davon noch genug? Genau, davon haben wir nicht genug. Das heißt also, hier stoppt es erstmal. So. Die können wir schon mal da reinbauen. Aber an denen fehlt es halt eben auch. Und wir haben gesagt, wir machen das von Hand. Ist es das? Hier müssten die sein. Oder? Wenn das nicht beliefert wird. Ah doch, das wird beliefert damit. Das sind die. Gut, okay. Also ist dieser Behälter, der hier, der ist das Entscheidende. Das heißt, wir müssen... Ja, komm, komm. Wir müssen zu unserem Bahnhof. Und dann müssen wir wieder dieses Schmelzrahmenspiel in mehrfacher Hinsicht machen. So. La 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 la. Da müsste gleich die 828 aufhören. Man merkt, es ist noch nicht alles ideal. Eigentlich gar nichts, aber egal. Wir warten wieder. Ist denn mein Zug? Der Quarzer ist hier. Das ist gar keiner. Boxit View. Da müsste Alu-Zeugs funktionsfähig. Der kommt gleich. Hoffe ich doch. Oder? Kommst du bitte? Alu-Zug? Ich will jetzt nicht laufen. Ehrlich nicht. Er fährt. Gut. Den müssen wir jetzt doppelt kapern. Weil was wir nicht brauchen hier, ist das da. Wobei wir das erstmal uns auch mal komplett nehmen. So. Und dann warten wir auf den Zug, ja, und fahren bis zu der Zwischenhaltestelle. Wir brauchen noch 170, oder? Warte mal. Wie viele zwei? Wir brauchen nur noch 340 davon. Gut. Wir brauchen nur noch 340 verschmolzene Rahmen. Und dann müssten wir da eigentlich komplett durch sein. Weil dass es jetzt da stoppt, ist doof, aber wie gesagt, die Plastikproduktion, die darf ja ruhig ein bisschen. So. Ich merke gerade was, es war doof. Es war in jeder Hinsicht doof, was ich gemacht habe. Aber egal. Warum liefert der kein Plastik mehr? Weil Plastik voll ist. Gut. Und das liefert er auch nicht voll. Das macht aber nichts. So. Mhm.
nein, fahr weiter. Nein, nein, fahr weiter. So, gut, von Hand. Danach brauchen wir nie wieder geschmolzene Rahmen. Brauchen wir jetzt noch 320. So, wir haben hier die, davon sind noch genug da. Und hier kommen die rein. Dann schauen wir mal. Ja, gut. Dann kommen die noch hier rein. Ja. Zack. So, viel mehr passt da auch nicht. Und wir schnappen uns die Leiter. So, und dann schauen wir mal, wie viele verschmolzene Rahmen wir noch haben. Weil das sind wirklich nicht so viele, die wir brauchen. Das Ding läuft ja jetzt und haut uns hier wie viel rein? Oh, das ist gar nicht das, was ich brauche. Super. Gut. Warte, wir machen uns dann doch den rein. Fliegen zum Zug. Machen. Das automatisch fahren wir an. Ja, da natürlich wie immer nicht alles, oder? Würde mich sehr wundern. Gut. Na, immer falsch. Entschuldigung. Uiuiui. So. Wir müssen wieder an der gleichen Stelle stoppen, weil wir brauchen einfach noch mehr. So, wegen den drei Rahmen muss ich nicht. Bremsen und wieder rückwärts fahren. Ja, toll.
Nein. Der erste. Voll. Gut. Hier wahrscheinlich fast schon wieder leer. Ne? Okay. Naja, gut. Den Rest wieder da rein. Was nicht viel ist. Zack. Und so. Gut. Kommen wir nicht. Kommen wir nicht. Inventar. Aber jetzt macht er wieder eine Menge geschmolzen Haaren. Das ist gut. Es ist schon ganz schön viel Zauberei dabei. Zauberei dabei? Wie viel haben wir von den geschmolzenen Rahmen? 70. Mhm. 70 von 340. Also brauchen wir noch 370. 270. Ja, 270. So, und jetzt müssen wir umschalten. Lalalala. Na, da dürfen wir doch hinkommen, oder? Irgendwie hier, ja, da ist doch was. Nee, es ist genau die falsche Stelle. Wo war die richtige? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Erstmal dahin. Und dann ist der Rest egal. Ach komm, hier ist doch genug Strom. Nein, jetzt aber. Wo ist denn der Stromausfall? Nein. So, nochmal. Das war, glaube ich. War es das? Ich hoffe mal. Ah, es waren 120. Das heißt also 240. Ne. 340, 120, 220 müssen wir nachholen. Aber das ist nicht viel. Sage ich jetzt mal, jetzt gucke ich mal, ob die Produktion. Ah ne, 840. Ja, ist egal. Da ist er. Ist das richtig? Gehört der da rein? Hm. Genau. Weil dafür sind genug da. Es läuft, es läuft, es läuft. Aber tatsächlich können wir wegen diesem Aufstau bei den Motoren ein bisschen. Ja. Schauen wir doch ganz schnell mal, wie es mit dem Gummi aussieht. Ob das wirklich noch. Ja, gut. Ja. Zack, das ist sowieso voll. Ja, also Gummi ist jetzt erstmal kein Problem. Jo, also Gummi ist genug. So, was ist das? Die Kabels können wir brauchen. Genau. Das wollten wir noch machen. Wir brauchen Rohstoffe für das, was wir uns vorgenommen haben. Ob wir da heute noch viel machen, weiß ich nicht. Oh, doch, 40 Minuten. Das ist für einen guten Anfang, ist das okay. So, wir brauchen verstärkte Eisenplatten, Kabels. So, Kabel.